eine neue Folge Home Entertainment und Entschuldigung, gestern habe ich es mal wieder verkackt. Da wollten wir, oder wir haben Ihnen erklärt, dass Stress im Untenanlageumbau, wie sich das auf den Sauerstoffverbrauch der Koi ausgewirkt hat, wie impulsmäßig der Sauerstoff die Abatmung oder die Atmung der Koi war. Nur habe ich leider das Diagramm, was Tim noch so ganz schön gemacht hat, habe ich vergessen in den Ordner zu legen, wo Ritschin die Daten runterlädt. Deshalb heute die Erklärung und das Diagramm im Anschluss. Heute Selektion Yamabuki, und Yamabuki ist wirklich unser Hobby hier. Das macht richtig geil Spaß zu sehen, wie so 9, 10 Gramm Würmchen jetzt mittlerweile, was dürfen die wiegen? 70, 80 Gramm? Ich glaube, beim letzten Mal hatten sie so um die 70 schon, um 60, 70, deswegen, die werden nochmal deutlich zugelegt haben. Und das macht Spaß, wir haben es ja gestern gesagt, wir wollen heute nochmal ein Viertel ausselektieren, wobei heute Yamabuki-Selektion, morgen Yamabuki-Selektion, heute geht es um die Tops und morgen dann um die zweite Klasse, wobei wir uns ja, also zweite Klasse, was die Größe angeht, wobei wir uns sicher sind, dass sich da die Champions von morgen drunter befinden. Da werden überwiegend die Weibchen sein. Und das, was Sie wissen müssen, es sind nicht immer nur die Vorwüchsigen. Ich weiß, Koi, man will immer das möglichst Große, aber bei den Kleinen sind es nicht immer nur die, die besonders schnell wachsen. Da hat man häufig auch die Männchen darunter. Ob das in der Blutlinie außer ist, werden wir sehen. Wir werden die jetzt fangen, gefangen haben wir sie jetzt, wir werden sie selektieren. Vor ein paar Tagen habe ich mich mit Makoto unterhalten, der hat auch seine Yamabuki-Selektion gemacht. Er hat mich gefragt, ob wir noch welche brauchen. Ich so, ja. Und dann sage ich, wie groß sind deine Größten? Weil als wir damals unsere bekommen haben, waren auch seine erst so 10, 12. Und dann sagt er, die Größten 18, 20, dann sagst du, noch nicht groß. Unsere sind schon 21 bis 23. Dann wirklich? Echt? Ja? Was hast du gemacht? Da habe ich gesagt, ich habe gerade Spaß gemacht. Das wollte er dann aber wirklich wissen. Ja, das ist Koi-Aufzug. Wir schauen es uns jetzt an und ich sage Ihnen, wenn Sie jetzt Makotos Beste und unsere Besten sehen würden, dann würden Sie wahrscheinlich verstehen, dass man Koi nicht in dem Maße vorhersehen kann. So, einige Koi werden heute zweimal selektiert, weil wir haben gerade entschieden, dass hier die kleineren, aber guten, die gehen jetzt erstmal ins andere Becken rüber und dann dürfen Sie sich mit denen da drüben messen. Und zum Thema Größe, das ist doch echt krank, muss ich wirklich sagen, wenn ich mal die zwei angucke. Wie die wirklich, boah, hat er schon 20? 19 Zentimeter, dann wird er das auch haben. Aber verrückt, wie die auseinandergewachsen sind. Und jetzt gehen wir wirklich her und machen die Kleinen hier. Die machen wir drüben ins Becken zu denen von der Größe 2 platzierten. Dann hier auch noch. Schauen Sie mal an, die sind vom Typ her gleich, also von der Färbung her, aber komplett verschiedene Körperformen. Der hier ist top, der ist, geht so, und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voll geil. Hat schon was. Also es sind genug für alle da, sage ich mal. So, nächste Runde. Auch hier wieder Überflieger und Nachzügler. Der hier wird wahrscheinlich Matsuba. Oh Gott, Timmy, jetzt hat er einen Zeiler ins Wasser geworfen. Wird wahrscheinlich Matsuba, ist hier oben ganz leicht dunkel. Der hier, das sagt Timmy schon seit Wochen, der hat einen Hängebauch. Ne, der ist noch voll gefressen bis zum Anschlag. Ich glaube an dich. Also an den Fisch, nicht an dich, Timmy. Das war mir schon klar. Ja, das ist ganz geil. Mega. Proportion, Spitzenklasse. Hier genauso. Jetzt alles so an der Kippe. Der hier wird ein bisschen kurz.
aber das hat bei Tosai noch nichts zu heißen. Da muss man die Blutlinie kennen und da wir sie noch nicht kennen, können wir es nicht wirklich einschätzen. Auch sehr gut. Das ist leicht schmutzig oben, das ist einer von den durchsichtigen. Das hier geht noch mit vor der Grenze. Das hier geht darüber. Sehr gut. Ja, auch. Also hier sieht man es jetzt ganz krass. In dem hier zum Beispiel. Toller Fisch, tolle Färbung. Aber deutlich kleiner als die anderen. Der bleibt mal hier. Der hier, der ist auch wunderbar metallicfarben, aber halt echt kleiner. Da vermute ich ein Männchen, dahinter hier ein Weibchen. Der muss auch noch bleiben. Schickelacke. Das wird echt wieder ein Brett. Das wird ganz geil, wenn man zum Beobachten und schauen Sie mal den klaren Kopf an. Das ist jetzt schon sehr klare Matsuba. Das wird auch ein Matsuba erobern. Also was ich sagen muss mit unserer Strategieabdeckung runter. Volle Kanne Licht rein, schauen Sie das mal an. Die richtig geilen Metallicfarben und haben das voll gehalten. Oh, wunderschön. Aber hier schauen Sie mal das Würmchen. Die waren jetzt nicht alle so klein bei der letzten Selektion. Das war sicher einer der kleineren. Aber der hat jetzt gerade mal 13 cm. Die anderen gehen echt durch die Decke. Er hat irgendwo die. Ja, super, Ogon. Ja, einen kleinen Kopf. Ja, auch. Können Sie den Unterschied zwischen den beiden? Ja. Kopf minimal stärker. Minimal größer als also der hier. Von Ihnen aus gesehen der rechte und das macht einfach in der Gesamtoptik den entscheidenden Unterschied. Naja, wir selektieren die nachher nochmal. Wie in allen Selektionen gesagt, man muss da echt strikt sein. Man darf nicht nach Zahlen selektieren, auch wenn wir immer sagen, heute wollen wir ein Viertel, das ist alles theoretisch. Man muss wirklich nach Qualität selektieren und nur dann macht es Sinn. So ist es natürlich. Mörder. Richtig geil. Wie oft habe ich jetzt schon richtig geil gesagt? Kannst du mal noch einen Counter nehmen, noch einen Zähler? Wie oft ich richtig dann gehen geil meine sein? Hände auf jeden Fall aus, weil so viele Finger zum Klicken habe ich dann doch nicht. Aber du hast schon einige Male gesagt. Das nächste Mal stelle ich einen Oktopus ein. Genau. Wäre vielleicht mal eine Option. Das wäre mal eine geile Stellenanzeige. Suche Oktopus. Suche Oktopus für händische Arbeit. Gerne mit 16 Armen. Das war jetzt ein ganz geiles Netz hier.
Muss er dann weiblich sein, damit er multitasking kann? Frauen können kein Multitasking, aber Frauen glauben, sie können Multitasking. Wollen wir das jetzt wirklich weiter diskutieren? Frauen sagen auch, ihr habt eine Scheißstimme. Ist das so? Timmy? Yes. Shut up! Konzentrier dich mal auf deine Atmung, Freundchen. Ja, mach ich. Geht das auch einen Tick schneller? Das geht schneller. Aber wir wollen es ja spannend machen. Du verstehst nichts vom Spannungsbogen. Das sieht schon sehr geil aus, wenn man da jetzt reinschaut. So. Hier auf. Gut, Alter. Auch einer von den durchsichtigen Dingern. Ja, da ist eine komische Kopfform. Schauen Sie mal, der hat hier hinten irgendeinen Knick. Irgendwie komisch. Aber dann ziehen wir mal weiter. Prost! Der hier hat jetzt ein bisschen an Farbe eingebüßt, das weiß ich noch. Müsste auch schon seine 18 cm haben. Genau 18. Und immer noch 0,0 Handicap, also nichts mit irgendwelchen Problemen. Die unterschiedlichen Körperformen. Er hier rechts gedrungen, er hier schön lang. Euch beide auch noch okay, oder? Ja. Schauen wir mal ins Becken rein. Bin gespannt. So in 4 Wochen wird man was über das Geschlecht sagen können. Das ist ja das, was wir sind. Das hier. Schön hoch. Ja, hier sind jetzt sogar ziemlich viele so Nachzügler dabei. Das ist keine wirklich gute Körperform, aber noch gut genug. Und ich vermute einfach hier, gucken Sie mal, die ganzen Zurückgebliebenen sind quietschegelb. Ja? Und da garantiere ich Ihnen, sind richtig viele Männer dabei. Hier darf man noch nicht. Hier darf man nicht. Hier, das ist eine Grenze. Der hier und der hier noch. Okay. 16. Wrench organ. Wenn Sie da irgendwann mal einen von kaufen, können Sie die ganzen Blocks anschauen und versuchen nachzuvollziehen, welches Ihre war.
Wir haben beide keinen schlechten Körper. Wir haben alle drei keinen schlechten Körper. Wir so, Timmy macht jetzt mal die Kamera aus, dann selektieren wir voll durch. Okay. Und am Schluss messen und wiegen wir noch und sagen Ihnen die Zahl derer, die übrig geblieben sind. Alles klar. Obwohl, lass die Kamera an, sind immer so viele. Anlassen, sind immer viele. Gut. Sie dürfen noch weiterschauen. Ja? Die Zuschauer dürfen noch weiterschauen. So nämlich. Er war das letzte Mal schon schmutzig. Ich glaube, er wird sauberer. Was dabei? Ein bisschen gedrungen, aber wie gesagt, wir wissen noch nicht. So, das ist die Körperform, die wir suchen. Kein Ei gleich dem anderen. Das sind die metallikfarbene Glanz am Kopf, wenn man sie seitlich anschaut. Sieht noch nichts bezüglich des Geschlechts. Ja. Okay. Was schätzt du, wie viel haben wir für gut befunden? Hallo, ich schätze nicht. Ich okay, du weißt 50, es. 50, 51. Jetzt hast du dich aber weiter aus dem Fenster gelegt. Wie viel? 84. 84? Ja. Wuhu. Da wären wir doch lieber beim Schätzen geblieben. Ja, ich glaube auch. Ja, es täuscht doch immer wieder, wenn man hier so reinschaut. Ja, wenn man auf die Selektion voll fokussiert und konzentriert ist. Das stimmt natürlich auch. So, Dille. Das Schlimme ist, je länger man selektiert, desto verwirrter ist man. Also jetzt nicht falsch verstehen, aber... Ja, ja, zum Beispiel auch oben die Kiemengeschichte. Je länger man das tut, desto gleicher sehen die aus. So, jetzt haben wir noch eine Zampf. Ja, dann haben wir doch jetzt heute mal einige hier rausgenommen und ich glaube auch morgen, also für uns nachher, für Sie morgen, wird das sehr ähnlich aussehen. So, jetzt haben wir nur vergessen, 5 Stück auf die Seite zu packen, zu biegen. Kann ich jetzt noch mal fangen. Dazu müssen wir, glaube ich, die Kamera ausmachen, weil ich muss noch alles herrichten. Ja, gleich. Jetzt fangen wir nach dem Zufallsprinzip. Tamma! Das sind was dabei? Die Auserwählten. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 11. Ja. Raus. Bis gleich. Also ich weiß es nicht mehr. Letztes Mal hatten Sie, glaube ich, zwischen 40 und 50 Gramm und nicht 60, 70 Gramm. Jetzt haben Sie 67 Gramm, das Stück.
67 Gramm das Stück, wir haben 94 Stück und das sieht jetzt schon ganz anders aus. 94 mal 67 ist gleich 6,29 Kilogramm. Jetzt würden wir mit 3% weiter, 0,03 ist gleich, sind 189 Gramm am Tag, geteilt durch 80, heißt Futterautomat steht auf 2 Minuten, 2,36 Minuten, 60 mal 0,36, 2 Minuten und 21 Sekunden. Stellen wir jetzt einen Futterautomat ein und machen das so wie Makoto in Japan. Wir werden 24 Fütterungen alle halbe Stunde und dann können die schön wachsen. Das heißt auch, weil wir jetzt doch einige rausgemacht haben, dass unsere Futtermenge zurückgeht im Becken. Gut für die Wasserqualität. Wir hatten vorher 4 Minuten gefüttert, weil mehr drin waren. Wir hatten ja die Progression drin. Wir machen auch wieder die 1,5% Progression, dass wir auf ca. 10% Futtersteigerung in der Woche kommen, weil die ja wachsen. Und dann wird es eine gute Geschichte. Das Becken sieht jetzt auch deutlich leerer aus, oder Timmy? Ja. Wir haben auf jeden Fall nochmal einiges ausselektiert. Deutlich leerer. Und jetzt können sich die für gut befunden wurden, perfekt entwickeln. Und morgen, also in der Selektion nachher, das wird mir sehr schwer fallen, weil wir uns von einigen wirklich, wirklich schönen, farblich sehr schönen, metallicfarben sehr intensiven Yamabuki trennen werden und wirklich auf den Körper setzen. Und ja, das tut echt in der Seele weh, aber bringt nichts. Sie wollen ja Koi, die wachsen und rennt der Futterautomat gerade los. Und von daher, hier haben wir 94, dann werden wir morgen, schätze ich mal, was werden wir kriegen, 130, 140. Denke auch so. Dann haben wir immer noch 200, von der Anfangsmenge 800. Aber da sieht man mal, wie stark das runter reduziert ist. Und Sie dürfen eins nicht vergessen, Makoto hat in der ersten Selektion Yamabuki wahrscheinlich schon 90 bis 95 Stück aussortiert. Ja? Und wir gehen immer noch weiter runter und am Schluss kommt man auf, keine Ahnung, ein Promille oder so von Koi, wo man wirklich sagt, das ist die Creme de la Creme. Also, wir gucken uns jetzt das Schaubild an, was ich gestern verkackt habe und danach noch ein paar Kundenteiche, einen Fisch von Konishi schauen wir uns an, etc. pp. Ne, sind alles Kunden, ne, einer nicht. Zweimal Kundenfisch und einmal nicht Kundenfisch, was wir vorstellen. So, weiter Ciao. Geht's. So, Richie, mach mal das Diagramm auf und Sie sehen hier im linken Teil ist es immer quasi ein Durchgang, ist immer ein Tag. Wir fangen ganz links bei 0 Uhr an und dann sehen wir der erste Tag, der zweite Tag, da ging der Sauerstoff richtig weit runter, aber wir sehen da, wo der Sauerstoff immer runter geht, also an der rechten Flanke vom Tag oder linke Flanke, je nachdem wie man sieht, zwischen 8 und das fängt hier um 6 Uhr an. 6 Uhr, genau. Ja. Warum fängt es hier um 6 Uhr an? Weil um 6 Uhr der Futterautomat einschaltet. Das stimmt jetzt die Zeit von Futterautomat. Das stimmt die Zeit von Futterautomat. Nee, das muss 7 Uhr heißen. Ja? Zwischen 7 Uhr und dann abends 16 Uhr muss nochmal 17 Uhr heißen. Also da stimmt jetzt die Zeit, wie der Futterautomat eingestellt ist. Kennt man nicht. Aber die ersten beiden Male, wo es nach unten geht im Tagesverlauf, sieht man, dass es wunderbar geglättet ist. Am zweiten Tag geht es weiter runter als am ersten Tag. Das hängt einfach damit zusammen, dass der Versuch über mehrere Tage geht und in Abhängigkeit von der Futtermenge, wir haben die Futtermenge nachträglich nochmal erhöht oder nicht nachträglich, bevor der Futterversuch losgegangen ist, kommt der Sauerstoffwert tags über Nacht nicht mehr so hoch wie am Tag davor und fällt dann diesbezüglich bei gleicher Futtermenge etwas stärker ab. Aber das ist ein anderes Thema. Wir schauen uns jetzt die dritte Flanke an, wo normalerweise dieser recht smoothe, dieser recht geglättete Abfall da war. Und da haben wir eigentlich auch nicht so gesehen, wie die Futterautomaten einschalten oder wann der Futterautomat immer einschaltet. Und plötzlich haben wir da ein komplett gestörten und steil abfallenden Sauerstoffwert. Und das ist durch nichts anderes geschuldet, als durch den Stress, der da stattfindet. Das haben wir dann gemacht. Im Tag irgendwann haben wir den Futterautomat ausgeschalten, da die Fische aber schon gefressen hatten, ist der Wert
weiter abgefallen. Nachts dann abends hat es nochmal ein bisschen geruckelt und dann ist es nach oben gegangen. Und durch das, jetzt muss ich hier nur zwei Fenster zumachen, und aufgrund der Tatsache, dass die, nicht mehr gefüttert wurden, ist der Sauerstoff auch höher gestiegen. Nachts, wo der Kipppunkt wieder ist, wo die, wie sagt man da, der Höchstwert an Sauerstoff. Genau, da hat es auch nochmal ein bisschen geruckelt. Am nächsten Tag haben wir auch nicht gefüttert, aber man sieht in dem Moment, wo morgens die Baustelle losgegangen ist, normalerweise halten wir den Sauerstoffwert relativ hoch. In dem Moment, wo der Tagesstress losgegangen ist, ist der Sauerstoffwert auch wieder abgefallen. Vielleicht hören Sie jetzt im Hintergrund gerade Bohrgeräusche, das liegt an den Handwerkern. Ist der Sauerstoffwert trotzdem abgefallen. Und interessanterweise sehen wir auch so einzelne Peaks, wie er abfällt. Und das ist auch interessant. Wissen Sie, was das ist? Das ist die Bewegung der Fische. Und auch da ist uns was Interessantes dabei aufgefallen. Die Fische leben natürlich, wir haben die über Tage darauf konditioniert, dass alle halbe Stunde oder alle Stunde der Futterautomat einschaltet. Das heißt, die schwimmen nach einem Tag, schwimmen die schon ganz automatisch jede volle oder jede halbe Stunde zum Futterautomaten, denken, da ist was los. Dann kommen alle zum Futterautomat, dann drehen die sich da drunter und das braucht Sauerstoff. Also das würde auch ein paar Tage dauern, bis wir da wieder eine völlige Glättung drin haben, dass man sagt, die Fische sind jetzt wirklich in ihrem Chill-Modus, in ihrem Ruhestoffwechsel, wo auch der Sauerstoffwert dann schlussendlich nach unten geht. Wir sehen aber auch, der Sauerstoffwert ist dann nicht mehr so steil oder nicht mehr so tief abgefallen und dann auch wieder relativ schnell angestiegen. Also das ist ein hochinteressantes Ding und auch das mit der Bewegung haben wir dann ausprobiert, aber immer nur über kurze Phasen, aber das ist dann weiter rechts, das sehen Sie hier auf der Kurve nicht, das wollen wir auch untersuchen. Einfach mal, um zu sehen, wenn wir die Pumpleistung bei 100% haben oder wir haben die Pumpleistung bei 30%, um wie viel weniger oder um wie viel mehr, wenn die Pumpe stärker ist, fällt der Sauerstoff im Tagesverlauf. Aber wir zwei finden zumindest sehr interessant, was der Stress für die Atmung von Einfluss hatte und wollten Ihnen das einfach mal bildhaft dokumentieren, Ihnen einfach mal zeigen, was passiert, wenn Sie so eine wild gewordene Horde an Handwerkern, das ist aber lieb gemeint, auf so eine Fischanlage loslassen, dass man wahrscheinlich besser bedient ist, hätten wir vorher, aber wir haben beide auch nicht dran gedacht, wir sind auch nicht perfekt, wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn wir freitags den letzten Tag gefüttert hätten, über den Samstag, Sonntag ausgenüchtert, dann hätten die Fische auch schon wieder diese Konditionierung auf dem Futterautomat vergessen. Und wenn wir sie dann hätten einfach die Woche, wo gearbeitet wird, nüchtern gelassen, ja, dass die völlig in Ruhestoffwechsel gehen, dann wahrscheinlich auch stressunempfindlicher werden. Wenn der ganze Stress vorbei ist, dass man dann einfach sagt, jetzt fängt man wieder an. Man hätte zeitgleich auch die Temperatur etwas absinken lassen können, von 23 Grad in der Woche dann wegen mir auf 20, 19, 20 Grad. Und dann nachher beides wieder langsam anziehen, Fütterung und Wassertemperatur. Aber eine hochinteressante Geschichte. Da, wo der Sauerstoff abends wieder anfängt zu steigen, sehen wir auch schön, sehr schön den Sauerstoffknick, den wir da immer haben. Also irgendwann nachts, da war es um 2 Uhr, stattfindet. Und auch da interessant, dass der Knick nach so einem Stresstag nachts, für uns ist immer noch unerklärlich der Knick, dass er beim gestressten Zustand der Koi deutlich stärker ausfällt, wie wenn die Koi ungestresst sind. So, hast du noch was hinzuzufügen? Nee. Ist dir noch was aufgefallen? Ich glaube, das war sehr eingänglich und umfänglich, wie du es erklärt hast. Also einfach, wenn man weiß, dass irgendwo ein Stressmoment kommt mit Umbauarbeiten, vielleicht einfach den Futterautomat kurz davor ausmachen. Oder einfach nicht füttern. Und durch das, dass Koi, und das sind vielleicht für alle, die noch nicht so lange bei Modern Koi dabei sind, sie müssen sich immer eins vor Augen halten. Wir zwei fressen den ganzen Tag nur erst Doppelte wie ich, auch wenn man es nicht sieht. Ihr ist dreifach, oder? Ja, kann man sagen. Unfassbar. Das ist also, wie so ein Termitenhaufen. Das ist wirklich unfassbar. Wir müssen den ganzen Tag essen, weil wir unsere Körpertemperatur halten müssen. Darum spricht man auch gerne vom Brennwert der Nahrung. Ja? Weil es wird verbrannt und es heizt. So, wir halten unsere 36,5 bis 37 und ein bisschen Grad irgendwo da dazwischen. Koi sind wechselwarm, die brauchen das nicht. Die haben ihre Körpertemperatur gleich der Wassertemperatur. Und das, was sie an Minimalenergie benötigen, ist das für den Grundstoffwechsel. Ein bisschen schwimmen, Herzschlag, Verdauung,
Hirn, bla, so, die ganz grundsätzlichen Dinge. Und Sie werden merken, wenn Sie Koi mal eine Weile nicht füttern, dann merken die das auch, ups, jetzt kommt irgendwie eine Phase der schlechten Energieversorgung. Und was machen die dann? Hochinteressant, die gehen im Teich an den Punkt, wo sie am wenigsten Energie brauchen, um dort zu bleiben. Also dort, wo die Strömung am geringsten ist. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie jetzt einen Teich in der Draufsicht mit so einer Form bauen würden, wo dann nochmal eine kleine Einbuchtung ist, und Sie in der kleinen Einbuchtung keine Strömung machen würden, und der Teich überall gleich tief wäre, dass Sie die Wahl des Platzes nicht anhand der Tiefe treffen, und Sie würden den Fischen nichts mehr zu fressen geben. Solange Sie die füttern, und die sind stark, und Sie füttern sie in diesem strömungsstarken Bereich, würden Sie die sich da drin aufhalten, überhaupt kein Problem. Nach 5 Tagen ohne Futter werden alle ihre Koi in diesem strömungsverschonten Bereich, weil der Fisch einfach registriert, wenn ich mich dort aufhalte, ist die Zeit, wo ich überleben kann, deutlich länger als in dem Bereich, wo ich nur noch Energie fürs Schwimmen aufwenden muss. So, darum gehen die zum Beispiel auch gerne ins Zentrum, wenn dieser Bereich nicht da ist, ins Zentrum einer Kreisströmung, ja, weil da wesentlich weniger Energie gebraucht wird. Das hat was mit der Winkelgeschwindigkeit zu tun. Wenn Sie sich vorstellen, wenn der Teich jetzt einmal pro Minute sich im Kreis dreht und Sie sind im äußeren Umfang, ja, dann haben Sie in der Minute 20 Meter zurückgelegt. Sprich, hält sich der Koi im äußersten Umfang auf, muss er pro Minute 20 Meter schwimmen, um auf der Stelle zu bleiben. Hält er sich im Zentrum der Kreisströmung auf, dann ist es ja nur noch so viel. Dann sind es vielleicht nur noch 50 Zentimeter oder einen Meter, die er schwimmen muss. Und drum zieht es die Koi am Ende immer näher zum Zentrum einer Kreisströmung. Kann man auch interessant beobachten. Aber darum geht es heute nicht. Bevor wir jetzt noch vom Haarschneiden aufs Heckenschneiden kommen, genau. Du denkst es gerade, oder? Nein, es sind immer wieder ein paar witzige und wirklich spannende Exkursionen über das Thema hinaus. Also ich sage Ihnen, zurzeit vergeht kein Tag, wo wir nicht Mikrofontheater haben. Ohne Witz, oder? Zäh ist gelinde ausgedrückt. Ja. Man muss sich wirklich wundern. Da haben wir hier oben so ein Wippschalter, so ein Schiebeschalter. Mute, ja, dass man ein Mikrofon ausschalten kann. Aber glauben Sie mir, wenn man auf Mute macht, ist nicht, dass das Mikrofon dann aus ist, sondern kriegt die Funkstrecke keinen Kontakt mehr, dann fängt das Rauschen an. Also wenn einer aus Versehen auf Mute stellt, ist das ganze Video Schrott, weil Sie würden dann nur hören. So, jetzt haben wir neue Funkstrecken gekauft für, was weiß ich, wie viele Hunderte von Euro. Und jetzt gucke ich so durchs Menü, geil, ein neues Feature. Man kann dann im Menü oben diesen Schalter quasi softwareseitig ausschalten, dass egal wie der gestellt ist, dass es einfach nicht mehr funktioniert. Ich zum Timmy gesagt, wie geil. Gerade gucke ich von unserer Yamabuki-Selektion das letzte Video an, dann hat es gerauscht wie die Sau. Dann sagt der Tim, ja, bei mir steht Mute drauf. Sag ich, das gibt's doch nicht. Jetzt hat sich bei beiden Mikrofonen, nachdem das leer war, hat sich dieses Presetting hat sich wieder zurückgestellt. Mute, on, off. Also. Ja. Deswegen gucken wir jetzt einen 40 cm großen Ojibwa an. Kyonotsu, zurückgekommen. Ein Lichtblick des Tages. Was ist das stärkste Kriterium? Farbkontrast und Zeichnung. Ja. Zeichnung ist hammermäßig. Sie war zwar noch nicht überall voll ausgebildet, aber man hat schon gesehen, dass es was richtig Leckeres wird. Ein Ojibwa ist kein Kohaku, ist also was Mojo, also mit Zeichnung angeben, Freestyler. Und was man auch sagen muss, der Körper, Kopfform, das Langgezogene, das ist schon ja, extrem, extrem, extrem geil. Jetzt gucken wir uns das Video des Nissan an. Video? Nee, Bild. Wie groß ist er geworden? 50? Ja. 10 cm ist jetzt nicht das Überfliegerwachstum, reicht aber mehr als aus. Er ist schön groß und er hat so jetzt diesen typischen Kontrast von Ojibwa, die aus dem Naturteich kommen. Das Rotbraun ist runtergegangen. Wenn wir den dann 6. Mal als Sansai mal zeigen, kann ich Ihnen versprechen, hat er richtig Kontrast. Aber Körper und Zeichnung ist schon richtig, richtig geil. Dann schauen wir das Video an und dann sehen wir ihn schön. Sieht unerotisch aus wie ein Showa, der seinen Schwarz noch nicht entwickelt hat. Aber sowas braucht nur Zeit. Das ist auch einer der besten des Jahrgangs.
Und 85 kann der wachsen. Man sieht vorne schön den Höcker und einen langgezogenen Koi. Makoto findet es immer ein bisschen doof so von der Seite. Lustlos möchte ich es mal beschreiben. Lustlos. Spaß. Das passt schon. Und ja, abzuwarten bleibt, ob er noch braun kriegt und wie viel. Aber ich denke, das wird nicht so dramatisch werden, wenn er die Zeichnung so wie jetzt konserviert, dann wird es geil. Wir schauen uns den ersten Teich an. Zeigen wir mal das Bild vom Nisei. Genau. Man sieht oben auf dem, kurz auf dem Rückgrat, auf dem grauen Bereich, sieht man, das habe ich vorher auf dem Bild nicht gesehen, aber da sieht man, das sind ein paar graue Pünktchen. Und da bleibt jetzt abzuwarten. Ob da noch mehr kommt. Machen wir einen Toastein nochmal, ob es da. Hallo! Wir sind dann fertig, wenn es ich sage, machen wir größer. Ne, der wächst da oben wirklich, machen wir ein Snissai-Bild nochmal. Ne, zuwachsen tut es nicht. Nein, 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 nein. Aber er hat auch ein bisschen braun in den Brustflossen. So, a little bit risky. Could get more. Der erste Teich. So. Von Ben aus Kronach. Hallo Martin, hallo Timmy. Hier meine kleine Inhalterung mit 1800 Liter aus einer GfK-Wanne. 19 Tusse, 28 bis 40. Gefüttert wird mit 400 Gramm Number One. 50 mm Bodenablauf ohne Skimmer. Gefiltert über den EB60 Beatfilter. Selbstgebauter Rieselfilter mit 200 Liter Helix und ein Spaltsieb. 13 Watt Tauch-UVC, Aquaforte 10.000er. Läuft auf 85%. Selbstgebauter Wärmetauscher aus 22 mm Edelstahl, Wellrohr, über die Gaszentralheizung gesteuert und die Regel auf 24 Grad, Futterautomat und eine Luftpumpe mit 30 Liter mit einem 20 cm runden Luftausströmer. Luftpumpe läuft über einen extra Stromkreis, die an meiner 10 kW Photovoltaik angeschlossen ist, Stromspeicher 13,8 kW. Also sie hat immer 10% für den Stromausfall. Abdeckung mit Steg-Doppelplatten. Zum Block, wo es um die kleinen Mücken ging, habe ich lange suchen müssen. Das Einzige, das hilft, ist ein Mückenduft aus der Drogerie DM. Seitdem fliegt keine einzige mehr. Würde mich sehr freuen, wenn du mich im Sommer mal besuchen kommst. Ich habe noch einen 65.000 Liter Teich, den ich dir gerne vorstellen würde. Gerne kannst du mich auch, okay, das ist die Telefonnummer. Das sagen wir mal nicht. Schick eine E-Mail an info@, dann kommst du in unseren Ordner. Ich habe schon oft erklärt, proaktiv von solchen Sachen, das können wir nicht mehr managen, aber wenn du uns schreibst, dann machen wir das. Hier sehen wir ein Bild von deinem 65.000 Liter Teich. Sehr, sehr schön. Und jetzt schauen wir das Video deiner IH an. Und das sieht doch auch ordentlich aus. Ich habe gerade gelesen, du hast da einen Beatfilter, oder ich habe viel mehr gehört, einen Beatfilter und einen Spaltsieb davor. Und den Spaltsieb, auch eine interessante Möglichkeit, dass die Koi nicht rausspringen. Condition number one. The best food you can get. Und dass du da noch einen Spaltsieb davor hast, im Innenraum ist der Spaltsieb einfach lästig. Das brauchst du auch nicht. Wobei, da sieht es eher so aus, als hättest du das direkt drauf angeschlossen. Auch eine mit Expandern frei aufgehängte Luftpumpe. Wegen die Vibration. So, also in Innenhalterung kann man wirklich direkt auf den. Und er hat auch die Bypass-Verrohrung. Deine Beats sind relativ neu. Aber was ich sagen wollte, in der Innenhalterung kann man wirklich direkt auf den Boden ablaufen. Man hat keine Chromverunreinigung, keine lange Algen, sonst irgendwas, was das Pumpenlaufrad beeinträchtigen könnte. Also haben wir noch nie Probleme gehabt. Also handwerklich top begabt, der Mann. Ben weiß, was er tut. So. Also da spricht übrigens nichts dagegen, die Heizspirale direkt ins Wasser zu tun, in den Teich zu tun. Also den Koi machen. Oh, da ist das Mückenduft. Da werden sich viele freuen, weil das ist wirklich in vielen Anlagen echt ein Problem. Ich weiß jetzt aber nicht, ob dann auch dein ganzer Raum stinkt.
Das würde mich dann wieder stören, da bin ich geruchsempfindlich. Ich habe ein feines Näschen, nämlich. Kannst du mal ein Stück weiter rüber sitzen? Danke. Tim, bitte. Timmy. Ah, der Spaltzieher. Ah, du hast den Spaltzieher für deinen Riesenfinder, aber macht für mich grundsätzlich keinen Sinn. Ich sehe jetzt die Gesamtverrohrung nicht. Ich würde direkt aus dem Riesenfinder raus, aus dem Beachfinder raus, in den Riesenfinder rein. Dieses Ding brauchst du nicht. Du siehst, da liegt ein bisschen was drin. Das sind wahrscheinlich deine Mücken, die kommen nicht aus dem Beatfinder, sondern die sind da drüber, nachdem sie beim DM geschnuppert haben, sind sie vom Spaltsieb abgestürzt. Wow. Das sind unsere alten Poster. Ne, die neuen schon. Wow. Also die machen schon was her, gell? Zugegebenermaßen nicht ganz einfach zu hängen, weil großflächig, aber wir sind halt so die Typen Think Big. Aber die Idee gefällt mir gut, wobei es wahrscheinlich, also zum Rausspringen, dass die Füße nicht rausspringen, ist es geil. Dass der Futterautomat nicht schimmelt, aber er hat hier nur Ding drin. Ja, aber der hat, ja, er hat ja nicht ganz abgedeckt, aber vielleicht sonst. Dann hätte er wahrscheinlich eher den Kamineffekt. Ja. Also du hast schon stattliche Koi da drin und auch nicht wenige, muss ich dir ehrlich sagen. Aber für die Menge an Koi, an Wasser, schauen wir uns mal die Giros an, auch unten noch. Perlweiß, wie der Colgate, wie die Zähne vom Colgate-Biber. Kennst du denn noch einen Colgate-Biber mehr? Nee, aber hört sich witzig an. Aber unsere Zielgruppe ist in meinem Alter plus. Nein, Spaß. Die kennen den Colgate-Biber. Die Menge Fisch, die Menge Futter, wo da reinfliegen muss, dass die mal die Bodies haben. Und das Wasser immer noch perlweiß. Also das spricht für unser Futter. Und auch kein Trommelfilter dran oder Papierfilter, sondern Beetfilter wie bei uns. Das Wasser sieht mega aus. Ich find's geil. Ah ja, doch eine Abdeckung. Ich glaube, die hat er nur aufgemacht gehabt. Gut, scheiße. Besser wissen. Kommt vor. Oh. Zwei nur noch umgelenkt. Muss er ja. Ich bin immer wieder begeistert. Ihr seid alles Daniel Düsentriebs. Das weißt du aber, wer das ist. Ja. Also Mickey Mouse sagt dir auch was. Walt Disney? Ja. Pocahontas? Nein. Nicht? Nein. Echt nicht? Nee. Also, 1,5 Kilo Number One Swim für 1,8 Kubikliter Inhalterung. Ja. Nächste Teich. Hallo Martin und Hallo, Tim. Tim May steht da. Nee, da steht wirklich Tim. Tim May. Bin ich sehr vorbildlich. Carina hat heute Morgen gesagt, da hätte ich sie wirklich drauf konditioniert. Die meisten Briefe und Mails, wo Fanpost. Von jungen Koi-Liebhaberinnen, die kommen. Hallo Timmy! Morgens hat er nur eine halbe Stunde, um das abzuarbeiten. Ja, auf jeden Fall. Also von Jürgen, hallo Martin und Tim. Ich sende euch heute ein Video von meinem Garten und Koi-Teich. Das Video entstand im März 2020 und die Kois haben im letzten Sommer nochmal gut zugelegt. Der Teich wurde 2015 in Eigenregie gebaut. Alles mit Schaufel und Schubkarre. Was macht man nicht alles für ein Hobby? Das Teichvolumen beträgt ca. 15 Kubik, EPDM-Folie abgedichtet, Bodenablauf und Skimmer, gefiltert über einen IBC-Tank mit Bürsten und einen Tank mit 800 Liter Helix. Bürsten müssen noch ein paar nachgerüstet werden, aber bislang hat es gereicht und das Wasser war immer klar. Es läuft eine 20.000er Pumpe, eine 40er Highblow und eine 80 Watt UVC. Gefüttert wird die ganze Zeit Limited Edition und ab der neuen Saison Nummer 2. Die ersten Koi stammen von Kölle Zoo, danach kamen noch welche aus eurem Outlet und von einem benachbarten Koi-Händler dazu. Eure Blogs waren beim Bau und dem ganzen Handling super hilfreich. Danke dafür und macht weiter so. Gruß, Jürgen. 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 Jetzt fängst du auch schon an. Wir starten das Video aus dem März 2020 jetzt. Und jetzt haben wir schon mal eine kleine Vorausschau, wie in 4 Wochen die Natur aussehen wird. Yes. Weil da freuen wir uns schon drauf. Middle of February, ja, das geht mir gerade alles komplett auf den Senkel. Deine Koi war noch im Chili-Mode. Das Wasser sieht ein bisschen tot aus,
zu sehr stehen für meinen Geschmack. Also nicht. Ja, das hat fehlt Glanz, fehlt ein bisschen Leben. Aber ist jetzt Kritik an der Vergangenheit. Aber für alle Zuschauer, das ist jetzt kein Koi-Wasser, gerade im Winter, Frühjahr, da ist das Wasser eigentlich bestechend klar. Aber hier fehlt es an Strömung. Die Futterkörner, die liegen da oben drauf, wie hingeklebt. Sind das Luftblasen? Hier sind Futterkörner. Sicher? Ja. Siehst du? Der Fuß gerade eine Luftblase, guck. Siehst du? Luft. So. Wir spulen ein bisschen nach vorne. Bis Minute 3:31. Und dann sehen wir eine Sitzecke gebaut aus Europaletten. Natürlich auch nicht schlecht die Lage. Hat das Ding einen Pimmel? Das ist, glaube ich, der Regenabfluss. Da war ein Pimmel dran. Hallo? Und das über den Dächern der Stadt. Geil. Cool. Hübsch, schön. Das ist gut für die Natur hier, da werden Bienen so. Jetzt! Wie nennt sich das Bienenhotel? Ich glaube, so wird es angepriesen. Ja? Ja. Kann man das so fertig kaufen? Ich glaube. Das ist jetzt aber. Ne, das ist der gleiche Teich. Der gleiche Teich von der anderen Seite, oder? Ah, okay. Also, wie gesagt, das Wasser ist jetzt nicht das. Sagen wir, wieso haben jetzt alle dieses Gitter plötzlich. Tag des Lochblechs. Tag des Lochblechs, wirklich. Müssen wir eintragen. Ich bin sehr gefeiert. So. Wir spulen nochmal ein Stück vor. Zur Minute, was ist das? 6:02. 6:02. Dann das Video geht insgesamt 9 Minuten. Das ist ein bisschen zu lang. Den Filter an. IBC. Filter, Rüstenfilter, UV-Lampe, gefährlich und mitunter auch nicht ganz so effizient. Und auch wieder mit Kabelbindern. Wie heißt es nochmal? Zip-Type. Hä? Zip-Type war, glaube ich, das Englische, oder? Tirebinder. Tirebind? Glaube ich. Ah! Wer denn da nun recht hat? Ich glaube du. Oder ich? Cable ties. Also, warum auch immer du das Netz da drüber hast, weiß ich nicht. Auch von dort aus geht es wieder in den Teich rein. Du brauchst mehr Strömung. Und so ein Lochblech am Skimmer ist zwar schön, aber auch ein bisschen hinderlich für den Waren. Also da kann hier kein Blatt und kein gar nichts durch. Auch keine Futterkörner, die meisten machen es dann deshalb. Aber außer Staub kann natürlich dann nichts mehr von der Oberfläche abgeskimmt werden. So. Das war's. Vielen Dank und auch für dich 1,5 Kilo Konishi Number One Swim, Jürgen. Der nächste Teich kommt von Benny. Liebes Konishi-Team, vielen Dank, dass ihr meinen Teich in Folge 127 gezeigt habt. Der Teich hat bei dem die Bodenabläufe nachgerüstet werden sollten und ihr mir davon abgeraten habt. Anscheinend ist das Video zu meiner Innenhalterung nicht angekommen, daher sende ich es gerne nochmal. Meine Innenhalterung, fast 1500 Liter, gefiltert wird mit einem Genesis Bürstenfilter, die Biologie fast 300 Liter. Luftpumpenheizung und UV auch vorhanden. Wassertemperatur 22 Grad. Luftpumpe ist mit einer USV-Anlage abgesichert. In der Innenhaltung schon Karashis, ein Showa, ein Ginrin, Showa und ein Hiyotsuri aus der Koi Lounge. Liebe Grüße von Benny.
So. Das Video startet jetzt und das ist unverkennbar eine Garage. Und das Becken ist es leer. Mit Noppenfolie würde ich die Noppenfolie einfach ein bisschen dicker nehmen, also entweder die gröbere Noppenfolie oder die noch dreimal umwickeln. Und das Wasser ist jetzt stark bewegt, da kann man dann auch die Qualität nicht wirklich beurteilen. Aber hat auch einen Zulauf, den man schön sieht. Oh ja. Da bricht die was rein. Luftblasen bleiben schön stehen. Und auch unten. Das sind die. Fällt mir gerade was ein, da muss ich kurz was in Erinnerung schicken. So, das war das Video. Er hatte noch ein Bild angehängt, genommen von der USV-Anlage. Also, funktionierende Innenhalterung mit dem Bürstenfilter, den Vorteil, der kann nicht verstopfen. Bei dem Beatfilter muss man immer jemand haben, solange man filtert, damit auch sichergestellt ist, dass Wasser durchfließt. Beim Bürstenfilter kann man auch mal 2 Wochen im Urlaub oder auch 3. Es filtert einfach weniger, stellt den Futterautomat runter. Wenn man 2 Pumpen als Redundanz hat, dass auch das abgesichert ist, 2 Luftpumpen natürlich, dann ist das die betriebssicherste Art der Filterung einer Innenhalterung. Und ja, auch für dich 1,5 Kilo, Konishi Number One Swim. Und das war Folge 133 von Home Entertainment. Schaffen wir das noch vor 12? Das kriegen wir.